hast du das Demo eigentlich bekommen? Die Demo? Eine Skumme. Hast du bekommen? Das war noch nichts. Das klang zu hölzern. Zu hölzern? Ja, ja, das klang echt hölzern. Das war echt so Trip, Trip. Tipp, Tipp. Ich hab's war nichts, Junge. Da musst du ein bisschen was, da muss was Fleisch bei. Muss Jod durchsparen. Junge, sag ich dir mal was. Muss ein bisschen Gas geben. Die Konkurrenz schläft nicht, Junge. Musste für. Gerade bei euch unten ist echt allerhand oben, mein ich. Ich habe mich kurz vertan, ich dachte, ich wäre noch, ich war nämlich noch nicht Kaiserslautern. In Kopenhagen gewesen. Ah. Habe ich mir Bodenwein gekauft. Bodenwein für den, für das Gedrisse hier im Jahr. Wie heißt das nochmal, wo man alles rund tut? Gartenfeld, Bohnen. Mit das Gartenhüß hier. Wie heißt das dann? Wo ich den Würde Weindruck machen will. Maibohle. Nee. Das Ding, das hält so Fenster, da kann man rein hier und da kann man alles rein tun. Die ganzen Pflanzen. Wie heißt das? Gewächshaus. Ich habe da einen Hirn Wein fürs Gewächshaus geholt. Da kannst du das so drüber machen. Da wächst das jahrelang und sieht dann aus wie so eine, wie so ein Plantage. Naja, aber was ich sagen wollte zu Ding Musik, das ist jetzt, ich meine, du bist ein feiner Kerl, bist ein anständiger Typ, ne? Das finde ich korrekt, guck mal, ne? Punkt A. Aber, das ist alles noch so ein bisschen dünn. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass du mal ein bisschen kraftsportmäßig was machst. Weißt du was in der Richtung? Nee. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, Rudern, das wäre was für dich. Dass du mal vielleicht da bei euch, wie heißt das bei euch, das Spray? Heißt das Spray? Ja, ja. Dass du vielleicht mal auf das Spray und da ein bisschen mit dem Ruderbötchen am Fahren bist. Dann kannst du vielleicht auch ein bisschen, da ist ja auch Dinge, dann kannst du ein bisschen das Singen ein bisschen üben. Das hast du nämlich nötig, jetzt mal unter uns, ne? Die Gefühlsstellen, die sind noch nicht so gefühlsmäßig, wie das Usus ist. Wenn ich mir jetzt das Wort anhöre, keine Ahnung. Das habe ich heute gehört im Radio. Hier, wer ist das? Das Liedchen da mit der Frau. Die ist immer am Singen. Ach, was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Warte halt so. Wenn du das Radio anmachst, dann, weißt du, dann, komm mal so, da ist noch zu wenig bei dir. Bei dir ist mehr so, du redest ja mehr beim Singen. Und das ist noch so, da hört man irgendwann weg. Da denkt man sich, warum mache ich nicht stattdessen das Fenster oben und höre mir die Vögel schon an. Wie die am Zwitscherer sind. Da habe ich Schmie von. Das ist nicht meine Meinung. Aber du weißt, wie die Leute hier die Lücke sind. Ja, so ist das. Und deswegen musst du dann auch ein bisschen trainieren. Vielleicht so ein bisschen Wackelpatsching. Okay, mache ich. Aber wolltest du nicht noch so eine Kaufempfehlung sprechen? Ja, sicher, eine Kaufempfehlung mache ich dir jetzt noch. Für den Computer, ne? Habe ich mir angeguckt, bin ich nicht drauf gekommen, stand da nur wird ordnungsgemäß nicht mehr richtig gemacht. Naja, ist ja egal. Ja. Also, wie soll ich denn anfangen? Soll ich sagen, ich bin der Fränki, bla bla bla?